Asmodeus ist einer der mächtigsten Höllendämonen. Diese dämonische Gestalt wird mit der Todsünde der Lust in Verbindung gebracht. Asmodeus führte die Bewohner von Sodom in die Verderbtheit. Dafür erlitt die Stadt den Zorn Gottes und wurde dem Erdboden gleichgemacht. Der Dämon taucht auch im Buch Tobit auf, wo er einen starken Einfluss auf Sarah ausübte. Ihre Ehemänner starben immer in der Hochzeitsnacht. Doch dank der Hilfe des Engels Raphael gelang es Tobit, Asmodeus in die Hölle zurückzustoßen. Der Dämon verbringt sein Dasein damit, die fleischlichen Triebe der Menschen auszunutzen, um Unheil anzurichten und diejenigen zu entfremden, die unter dem Einfluss der göttlichen Erlösung stehen.